Hallo, ich bin Jürgen Mareth, bin 53 Jahre alt und bin hier auf dem Waldsegenhof. Wir haben den Hof hier vor 20 Jahren angefangen. Ich bin ursprünglich Energieanlagenelektroniker, habe aber dann nach ein paar Jahren aufgehört in dem Beruf und dann noch Umschulung gemacht als Landwirt. Hallo, ich bin die Monika Mareth. Ich bin 49 Jahre alt. Im ersten Beruf bin ich Zahnarzthelferin und im zweiten Beruf bin ich Landwirtin und Käserin. Waldsegenhof kommt von unserer Ziegenrasse, Thüringer Waldsegen. Ziegen kam eigentlich so, wir konnten uns das mit Kühen nicht leisten, als neue Einsteiger. So, dann lassen wir jetzt mal die ersten Ziegen rauf, den ersten Durchgang. Und wir hatten damals schon eine Ziege und die Ziege war trächtig, hat sich dann gleich vermehrt. Und wo wir den Hof dann hier gesehen haben, dann haben wir gesehen, aha, okay, also eigentlich perfekt für Ziegen. Ziegen sind irgendwo auch handlicher als Kühe. Und wir machen eh ganz ein bisschen was anderes wie die anderen und haben dann die Ziegen gesehen und finden sie unheimlich schön und haben gesagt, komm, wir müssen schauen, bevor die jetzt ausstirbt, machen wir mit der Däne weiter. Das Melken läuft im Prinzip ab wie bei den Kühen. Also zuerst vormelken und dann mit der Melkmaschine. Wir sind jetzt in Bayern einer von wenigen Betrieben, die jetzt tatsächlich von den Thüringer Waldziegen leben, eben durch das, dass wir käsen und auch züchten. Und die Thüringer Waldziege ist jetzt keine Hochleistungsrasse, ist eigentlich eine Zweinutzungsrasse. Und deshalb wird sie in der modernen Landwirtschaft nicht so gern eingesetzt. Es sind im Jahr so zwischen 20.000 und 25.000 Liter, was die 50 Ziegen dann im Jahr geben. Aber uns ist wichtig, zum einen, dass sie eben eine robuste Rasse ist und dass einfach gilt, die Genetik zu erhalten, die jetzt halt nur die Thüringer Waldziege hat. Die Milch kommt vom Melken direkt in die Käserei. Wir verkäsen unsere ganze Milch selber und verkaufen auch den Käse fast zu 100% direkt über unsere Wochenmärkte oder über unseren Hofladen. Wir können von 50 Milchziegen leben. Wir sind ein Heumilchbetrieb, das heißt, unsere Ziegen bekommen keine Silage, also kein vergorenes Gras, sondern kriegen nur Heu, also entweder in Form von den Rundballen oder aus unserer Heutrocknung raus. Wir holen jeden Tag Gras und bringen das denen. Und wir haben jetzt den Stall so konzipiert, dass auch eine gute Ziegenhaltung ohne Weide möglich ist hier. Das heißt, wir haben einen Auslauf im Großen, wir haben einfach sehr viel Platz auch für die Ziegen. Also wir dürfen hier eigentlich 90 Ziegen halten, halten aber jetzt aber 150. Das heißt, die haben schon fast doppelte Platz. Wir machen circa 5 verschiedene Käsesorten. Wir machen Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse. Die Käsesorten dann nochmal in verschiedene Variationen. Heute machen wir Weichkäse. Ist relativ einfach herzustellen. Es ist ein ungereifter Weichkäse. Das heißt, ich kann ihn eigentlich am nächsten Tag dann schon verkaufen. Die Milch wird dann nach der Dicklegung mit der Käseharfe geschnitten. Sie wird dann mit einer Käseschaufel dann gerührt und dann so lange gerührt, bis sich ein Bruchkorn bildet. Wenn das die nötige Festigkeit hat, wird dann der Käsebruch in Formen geschöpft und wird dann in der Käserei dann stehen gelassen, bis er die nötige Festigkeit hat. Das gehört einfach ganz viel Erfahrung und Gefühl als Käser mit dazu. Und das macht auch die handwerkliche Käserei ja auch aus, dass ich am Kessel stehe und beurteile, wann mache ich was. Und die Restmolke, die jetzt im Käse drin ist oder wo zu viel drin ist, die soll jetzt gleichmäßig ablaufen und dadurch muss der Käse mindestens einmal gedreht werden. Also einmal direkt nach dem Schöpfen. Es ist ja total wichtig, dass der eine gewisse Festigkeit bekommt und dadurch muss einfach ein gewisser Teil von der Molke noch abfließen. Der Käse wird ungefähr noch die Hälfte an Höhe verlieren. Die Nachhaltigkeit ist für uns schon ein sehr, sehr großes Thema. Ist auch mit dem Grund dafür, dass wir hier angefangen haben auf dem Hof. Also wir wollten etwas anderes machen in der Landwirtschaft. Da ich ja ursprünglich ja auch Energieanlagen, Elektroniker
bin. Ich schaue einfach, dass wir hier möglichst energieeffizient arbeiten. Ich glaube, wir haben schon von Anfang an darauf geachtet und Solarkollektoren installiert, um das ganze warme Wasser hier zu machen mit der Sonne. Wir haben schon hier die erste Photovoltaikanlage gebaut, 2006, und dann die nächste noch 2018. Und die beiden Anlagen machen 30.000 Kilowattstunden Strom im Jahr und wir selber brauchen im Augenblick 15.000 Kilowattstunden für die Käserei und auch für unsere Wohnung. Das heißt, wir haben theoretisch 15.000 noch übrig, die wollen wir im Augenblick einspeisen. Und da war mir einfach die Idee schon, warum kaufen wir Öl zu von weit her? Warum können wir nicht unseren eigenen Strom nutzen? Und ich bin ein bisschen so ein Bastler und du kannst Sachen ausprobieren. Und mich hat einfach interessiert, ob es funktioniert, auch einen E-Motor einzubauen in den Dieseltraktor. Wir haben ausprobiert, was mit dem möglich ist. Wir haben mit dem fast ganze Heu gemäht. Wir haben den zum Beispiel Schwaden eingesetzt. Und das, was ich natürlich mit dem Fahrzeug gefahren bin, bin ich nicht mit dem Dieseltraktor gefahren. Ich weiß nicht, vielleicht um die 200, 300 Liter werden es sicherlich sein, jetzt, was wir dieses Jahr eingespart haben dadurch. Ich habe schon ein anderes Fahrzeug vor, was ich auch noch umrüsten möchte und das kann ich dann mehr einsetzen. Ich denke, wir müssen wieder wegkommen von diesen großen globalen Warenströme in die Lebensmittel. Wir müssen schauen, dass wir unsere Lebensmittel hier selber produzieren und nur die Lebensmittel importieren, die wo man hier natürlich nicht anbauen kann. Ich glaube, da ist ein großer Punkt, wo wir viel Energie auch einsparen können, weil einfach dadurch die ganzen Wege viel, viel kürzer werden. Also ich bin auch überzeugt, dass einfach nur die regionale Landwirtschaft Zukunft hat. Für mich hat jetzt Käserei oder Käsemachen natürlich auch was Kreatives. Also nicht nur die Herstellung, die verschiedenen Käsesorten, sondern dass es einfach auch schön und ansprechend aussieht. Nicht nur Käse, sondern auch Kunst und kreativ. Sonst macht es ja keinen Spaß. Unser spezielles Markenzeichen sind natürlich die frischen Kräuter, die wir drauf verwenden zum Dekorieren. Viele Kunden kaufen es dann auch rein nach Optik. Schmeckt natürlich auch lecker, aber das ist so ein bisschen unser Aushängeschild und unser Markenzeichen. Es ist in gewisser Weise ein Nischenprodukt, aber es ist auf jeden Fall ein Produkt, wo zunehmend gefragt wird. Hat gesundheitliche Gründe, es gibt immer mehr Unverträglichkeiten. Viele weichen auf Ziegenkäse aus, eben weil sie keine Kuhmilch mehr vertragen.